Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pressestatement mit Gesundheits- und Innenminister. Und als erstes ersuche ich um das Statement unseres Herrn Gesundheitsministers. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte anwesende Kollegen und jene, die zu Hause sind, begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Wir haben in Österreich und in ganz Europa die Situation, dass wir mitten in der schwersten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten uns befinden. Es ist das in den letzten Tagen eingetreten, was wir befürchtet haben, nämlich dass wir einerseits aus einer regionalen Epidemie sich eine globale Pandemie entwickelt hat mit einem Epizentrum derzeit in Europa. Wir haben die stärksten Steigerungsraten innerhalb Europas, wir haben die größten Zuwächse, wir haben derzeit die schwierigste Situation und wir haben bis zum heutigen Tag keine Trendwende in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir sehen in Italien eine nach wie vor sehr, sehr alarmierende Entwicklung, weil offensichtlich sowohl die Erkrankungsfälle als auch, und das ist meine größte Sorge, die Todesfälle sehr, sehr stark im Anstieg sind. Wir haben massive Zuwächse in Spanien, wir haben massive Zuwächse in der Schweiz, ebenfalls in Frankreich, ebenfalls in Deutschland. Und auch Österreich ist bekanntlicherweise kein Land, wo ein Glassturz darüber steht. Wir sind genauso betroffen. Und deswegen zeigen uns die Zahlen weiterhin Zuwächse, wobei ich mich sehr, sehr herzlich an dieser Stelle gemeinsam mit dem Innenminister bedanken möchte dafür, dass die Österreicherinnen und Österreicher fantastisch mitmachen. Es ist unglaublich, was man auf den Straßen, wenn man jemanden trifft, erlebt, wie viel Zustimmung, wie viel Unterstützung da ist. Es ist unglaublich, die Mailkörbe sind überfüllt de facto. SMS-Briefe, die reinkommen. Es gibt Menschen, zuerst vor einer Stunde ein Konditor, der uns eine Torte vorbeibringt zum Stärken. Also wirklich eine ganz breite Unterstützung. Die Zahlen zeigen das auch. Es lässt sich ja evaluieren, weil wir sehen, dass etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln im Schnitt ein Rückgang von 70% der Verkehrsfrequenzen vorhanden ist. Ich bin selbst heute in der Früh, um mir ein Bild zu machen, mit der U-Bahn ins Ministerium gefahren. 3 Leute im Waggon, wollte eine vierte einsteigen, hat sich gedacht, wie sie diesen mit 3 Menschen gefüllten Waggon gesehen hat, da gehe ich nicht rein, wer weiß, ob ich da den notwendigen Abstand noch einhalten kann, und ist in den nächsten Waggon dann eingestiegen. Also viel Sensibilität, das Bewusstsein, dass es unsere Grundausrichtung in Österreich ist, Abstand zu halten, das Zusammenhalt heute bedeutet, den notwendigen Abstand zu halten. Das ist da, das wird gelebt und dafür möchte ich mich und möchten wir uns sehr, sehr herzlich bedanken. Und dieses Danke wird im Übrigen durch eine Initiative Applaus auch gelebt um 18 Uhr, morgen, auch heute, auch übermorgen voraussichtlich, zeigen möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher, möglichst viele Bürgerinnen, möglichst viele Menschen, die hier leben in diesem Land, dass sie denen danken möchten, die jetzt Großartiges tun, den Menschen in den Gesundheitsberufen zum Beispiel, den Menschen in der Exekutive, den Kassiererinnen im Supermarkt, den Verkäuferinnen im Supermarkt, beim Lebensmittelfachgeschäft etc. etc. Als Zeichen des Dankes werden sich viele heute auf den Balkon stellen, das Fenster öffnen und 5 Minuten applaudieren. Da ist Zusammenhalt in diesem Land, ein Zusammenhalt, zu dem wir Danke sagen und der uns stark macht und wo ich zuversichtlich bin, wenn wir diese Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, dass das auch Wirkung hat. Wann hat es Wirkung? Wir rechnen insgesamt bei Maßnahmen immer mit einer Zeitverzögerung von 8 bis 10 Tagen, dass man Effekte in der Statistik wahrnehmen kann. Wir werden uns deswegen am Wochenende zusammensetzen und evaluieren, auch mit Wissenschaftlern gemeinsam evaluieren. Und anders formuliert, weil ich immer die Frage kriege, wie lange wird das dauern, das entscheidet jeder Einzelne mit. Jeder ist Teil der Lösung. Je mehr Menschen mitmachen, desto eher können wir in einem überschaubaren Zeithorizont überprüfen, ob die Maßnahmen alle in der notwendigen Konsequenz
noch notwendig sind oder auch überlegen, wo wir in dem einen oder anderen Bereich, auch das würde ich nicht ausschließen, noch nachjustieren müssen. Das ist die Situation. Wie schauen die konkreten Zahlen für Österreich aus? Wir stehen jetzt bei 15 Uhr bei 1332 Erkrankungen in Österreich. Das ist die Kurve, was heißt 1332. Wir waren etwa gestern bei 1132. Sie sehen hier die Tagesgrafik, die entsprechende Steigerung der konkreten Erkrankungsfälle in den letzten Tagen hier in Österreich. Ganz unten sehen Sie die Bundesländer. Wir haben sehr unterschiedliche Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Es gibt Hotspots und es gibt Bundesländer, die sehr, sehr niedrige Zahlen nach wie vor haben. Anders dargestellt, Sie sehen bei den blauen Balken die absoluten Zahlen pro Tag jeweils und sehen da natürlich diese Zunahme, die in absoluten Zahlen da ist. Und Sie sehen mit den orangenen Balken daneben die prozentuellen Zuwächse. Und Sie sehen dabei, es gibt an einzelnen Tagen durchaus bereits Reduktionen, aber das ist noch kein genereller Trend. Kein genereller Trend. Wir haben etwa heute in den letzten 24 Stunden wieder ein Plus von 31%. Das ist noch deutlich, deutlich zu viel. Unser Ziel ist, dass wir unter die 20 möglichst bald kommen, um diese exponentielle Zunahme zu schieben, wie wir immer gesagt haben, Zeit zu gewinnen. Und dass wir uns möglichst stark und schnell hin in Richtung 0% Steigerung hin entwickeln. Das ist das erklärte, dezidierte Ziel. Aber man sieht, in den letzten 2-3 Tagen hat es erstmals leichte Veränderung dieser sehr, sehr steilen Kurve zunächst gegeben. Das ist die Entwicklung der letzten Tage und ich möchte Ihnen eine sehr, sehr interessante Statistik noch zeigen. Das ist die Altersstruktur der Erkrankten in Österreich. Die blauen Balken sind die bestätigten Fälle, die tatsächlich Erkrankten, und die orangenen Balken ist die Altersdynamik in der herkömmlichen Gesamtbevölkerung. Und Sie sehen dabei, dass unsere große Sorge, nämlich dass hauptsächlich ältere Menschen betroffen sein werden, so wie das in Italien der Fall ist. Wir haben in Italien bei den Erkrankten ein Durchschnittsalter von 81 Jahren und deswegen, man muss das leider so drastisch sagen, eine sehr hohe Anzahl an Todesfällen. Und wir konnten das bisher vermeiden. Wir haben derzeit eher mehr Menschen in diesem Mittelalter zwischen 35 und 55 Jahren. Und das ist gut und deswegen schaut unsere Erkrankungsstatistik auch viel besser aus vergleichsweise. Warum ist das viel besser? Weil Menschen in diesem Mittelalter eher milde Krankheitsverläufe haben, wohingegen im Alter oft der Krankheitsverlauf ein drastischer und schwieriger ist. Wenn wir uns das bewahren, und das ist auch eine Folge der Kommunikation, des Hinweisens darauf, wer sind die besonders betroffenen Gruppen, wen müssen wir schützen, wer sind die besonders Schutzbedürftigen, ich sage es noch einmal, Menschen über 65 einerseits und Menschen mit schweren Vorerkrankungen andererseits. Das scheint angekommen zu sein und das wollen wir auch noch verstärken in den nächsten Tagen, dass klar ist, wir schützen uns und schützen damit auch den anderen. Das ist Zusammenhalt, wie wir ihn brauchen, Zusammenhalt, der derzeit funktioniert. Jetzt ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen, dass wir die Maßnahmen konsequent weiter umsetzen. Dann hoffe ich sehr, dass es auch in der Statistik bis zum Wochenende erstmals wirklich sichtbar wird. Herr Gesundheitsminister, Herr Innenminister, bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Seit Montag, dem 16. März, seit 0 Uhr, sind weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Kraft mit dem Ziel, so wie es der Gesundheitsminister beschrieben hat, die Ausbreitung des Viruses einzudämmen. Und die Maßnahmen zeigen Wirkung. Wir haben in den Schulen 95% weniger Schülerinnen und Schüler als vor den Einschränkungen. Wir haben im öffentlichen Verkehr 70% weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer im öffentlichen Verkehr. Das heißt also, der Aufruf wird ernst genommen. Deswegen auch das große Danke des Gesundheitsministers, dem ich mich gerne anschließe. Die Menschen sind äußerst kooperativ, verstehen die Maßnahmen.
Die Polizei hat ganz wenige Einsätze gehabt, wo es notwendig war, Menschen darauf hinzuweisen, dass es jetzt sinnvoll ist, sich nicht mehr in größeren Gruppen zu versammeln, dass es wichtig ist, nur tatsächlich das Wichtige zu tun, wie arbeiten zu gehen, die Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und aber auch dort der wichtige Hinweis, wenn ich für eine ältere Person einkaufen gehe zum Beispiel, dann bitte das Sackerl nicht übergeben, sondern vor die Tür stellen, denn es gilt einfach alles zu tun, um gerade die verletzlichen Gruppen, die älteren Menschen, aber auch die mit Vorerkrankungen zu schützen. All das passiert gerade. Und ich kann nur das unterstreichen, was der Gesundheitsminister gesagt hat. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist groß. Es gibt ganz viele Initiativen, die darauf schauen, ob es jemandem gut geht oder ob er Hilfe braucht. Ich selbst in meinem Bezirk habe eine eigene Initiative jetzt auch kennenlernen dürfen, die sich genau um diese Gruppe an älteren Menschen annimmt und schaut, ob die jetzt Hilfe beim Einkaufen etc. brauchen, weil das ist ein wertvoller Beitrag, auch da Bewegung zu reduzieren und Ansteckungsrisiken zu verringern. Dieses große Danke gilt eben nicht nur den Österreicherinnen und Österreichern, die jetzt derzeit daran teilhaben und teilnehmen, um diese Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen, sondern vor allem auch denen, die im Dienst der Sache stehen, direkt den Virus einzudämmen, Menschen zu helfen, die infiziert sind, dem Gesundheitspersonal, dem Roten Kreuz, den Polizistinnen und Polizisten, den Lehrerinnen und Lehrern jetzt, die sich noch um die 5% Kinder kümmern, die eben keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben, oder auch den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, aber genauso auch den Landwirten, die dafür weiter sorgen, dass die Lebensmittelproduktion in Österreich weiter stattfindet. Und es gibt so unendlich viele, die jetzt notwendig sind, vom Regalschlichter und Regalschlichterin haben wir schon gesprochen, von den Menschen, die in Reinigungsfirmen arbeiten und dazu beitragen, dass auch da das Infektionsrisiko sich minimiert durch ihre Arbeit. All denen ein großes Danke für ihren Einsatz, auch von Seiten des Innenministeriums, weil wir alle sind gemeinsam jetzt das Team Österreich, das gemeinsam daran teilhat, einen wichtigen Beitrag zu leisten, um das Virus einzudämmen. Die Polizei konkret ist auf die nächsten Monate gut vorbereitet. Wir haben mehrere Szenarien entwickelt, um ausreichend Polizistinnen und Polizisten auf der Straße zu haben. Wir haben auch darüber nachgedacht, was passiert, sollte der Einsatz länger dauern, wie wir ausreichend Sicherheit garantieren können. Dazu wurden unter anderem auch die Reserven jetzt mobil gemacht. Was heißt das? Polizeischülerinnen und Schüler des dritten und vierten Semesters, die schon in einer Praxisverwendung sind, das sind 1200, laufen derzeit schon den Polizeiinspektionen zu, um sie bei ihrer Arbeit zu verstärken. Und die Polizeischülerinnen des ersten und zweiten Semesters werden nun in erweiterten Klassen, damit das Ansteckungsrisiko minimiert wird, weiter ausgebildet, damit sie auch eine wichtige strategische Reserve weiterhin bilden können, sollte es notwendig sein, um die Polizei zu verstärken. Darüber hinaus leisten Polizistinnen und Polizisten Dienst, gerade auch bei Themenfeldern, wo man sie nicht erwartet, aber auch in der Unterstützung der Telefonhotlines, um die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Und hier auch wieder meine Bitte an die Bevölkerung, wenn Sie Fragen haben über die Maßnahmen, die jetzt getroffen sind, wie ich mich verhalten soll, was notwendig ist zu tun, um dem Virus einzudämmen, dann wählen Sie bitte die 0800 555 621. Danke auch an alle Medien, die immer wieder auch diese Telefonnummer verbreiten. Das ist ein wesentlicher Beitrag und Hilfe. Auch wenn Sie Sorge haben, weil Sie über irgendwelche Gerüchte lesen in den sozialen Medien. Das nimmt jetzt in dieser Zeit nicht ab, aber diese Hotline ist auch dazu da, um Ihnen Angst zu nehmen und Ihnen Klarheit zu verschaffen. Der Gesundheitsminister und ich, wir beide mit dem Bundeskanzler, haben uns immer dazu verpflichtet gefühlt, transparent und klar zu informieren. Und genau das wird auch weiter sichergestellt durch diese Hotline. Sollten Sie Beschwerden haben, sollten Sie Angst haben, vom Coronavirus direkt betroffen zu sein, dann gibt es die 1450. Da auch eine Bitte dazu. Diese Telefonnummer erfordert auch Geduld. Da gibt es längere Wartezeiten manchmal. Das ist aber auch nicht zu vermeiden. Wir sind sehr bemüht, in den jeweiligen Bundesländern mehr Personal zur Verfügung zu stellen. Aber bei der 1450-Nummer, also bei der Telefonnummer, wo Sie über Symptome sprechen können, brauchen Sie sanitätsdienstlich geschultes Personal. Das heißt, hier braucht es eben auch längere Gespräche. Wir bitten alle, die anrufen, um etwas Geduld. Ihr Anruf wird aber auf jeden Fall bearbeitet. Bleiben Sie dran. Wie schaut die Situation jetzt aus am Flughafen Schwechat? Sie wissen, es gab immer wieder Berichte, dass noch Maschinen nach Österreich gekommen sind, aus auch gefährdeten Gebieten. Wir können jetzt sagen, dass der Flugverkehr aus Spanien, Frankreich und Schweiz in der Nacht auf heute eingestellt worden ist
und dass der Flugverkehr aus Großbritannien, der Ukraine, Russland, den Niederlanden in der Nacht auf Mittwoch eingestellt wird. Die dazwischen angekommenen Passagiere werden einem Gesundheitscheck unterzogen, um da auch sicherzugehen, dass zumindest in dem Moment des Checks keine Infizierung vorliegt. Sollten Passagiere eben jetzt aus diesen gefährdeten Gebieten kommen, werden sie verpflichtet zur häuslichen Isolierung. Wie schaut jetzt die Situation an unseren Grenzen aus, direkt zu unseren Nachbarländern? Da hat es heute eine Verschärfung gegeben der Situation an der Grenze Österreich-Ungarn. Die Ungarn haben die Grenzübertritte für Rumänen geschlossen. Derzeit kommt es deshalb zu großen Verkehrsbehinderungen im Bereich Nickelsdorf. Der Stau erreicht bereits 30 Kilometer. Ich bin mit dem ungarischen Innenminister in enger Abstimmung. Es wird heute einen humanitären Korridor geben. Von 21 Uhr bis 6 Uhr früh können rumänische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Ungarn durchqueren und bis 12 Uhr Mitternacht bulgarische Staatsbürger. Wir sind jetzt in enger Abstimmung eben auch mit den Behörden. Wir sind auch mit dem rumänischen Attaché und einem weiteren Botschaftsmitarbeiter vor Ort, um die Rumäninnen und Rumänen und Dolmetschern von der neuen Lage zu informieren. Derzeit ist alles ruhig, aber Sie können sich vorstellen, dass das doch auch eine große Herausforderung ist für Menschen, die jetzt schon stundenlang an der Grenze warten. Wir sind im intensiven Dialog mit ihnen. Die Polizei ist vor Ort. Derzeit ist die Lage unter Kontrolle. Wie gesagt, wir sind in einem engen Austausch auch mit unseren Nachbarstaaten. Weiters gibt es nach wie vor auch eine Herausforderung an der Grenze Österreich-Deutschland. Wir haben einen Problemfall noch in der Nacht von gestern auf heute lösen können. Da ging es um den Grenzübergang Vorarlberg, Bundesrepublik Deutschland, kilometerlange Staus. Durch ein direktes Gespräch mit dem deutschen Innenminister konnte das dann rasch aufgelöst werden. Leider haben wir derzeit noch beim Grenzübergang Suben in Oberösterreich eine Verkehrsbehinderung von 15 bis 20 Kilometer Dimension. Auch da arbeiten wir intensiv daran, mit den deutschen Behörden diese Situation aufzulösen. Generell gilt eines, die Nachbarstaatlichkeit ist jetzt ein Gebot der Stunde. Sowohl der Gesundheitsminister als auch ich sind mit unseren jeweiligen Ressortkollegen fast täglich mehrfach in Verbindung, um genau solche Herausforderungen, wie vorher beschrieben, zu lösen. Die Bereitschaft ist gegeben. Gleichzeitig wächst natürlich auch die Sorge in den Nachbarstaaten und daher treffen diese ebenso Vorsichtsmaßnahmen, wie wir sie getroffen haben. Jetzt gilt es, dass ein Grundsatz durchgehalten wird, der heißt, dass bei aller Notwendigkeit von Grenzkontrollen der Güterverkehr nicht eingeschränkt wird. Warum ist das wichtig? Sowohl in der Nord-Süd-Verbindung als auch in der Ost-West ist es wichtig, dass der Güterverkehr weiter funktioniert, weil er nicht nur Versorgungssicherheit darstellt für die betroffenen Staaten, sondern eben in der Nord- und Südverbindung oder West und Ost, sondern genauso auch für uns in Österreich, damit das nämlich nach wie vor funktioniert, was derzeit Faktum ist. Es ist die Versorgungssicherheit in Österreich gewährleistet. Ich weiß, Sie kennen alle die Bilder von leeren Einkaufsregalen. Das wirklich Positive war, dass wir schon lange vorher gemeinsam Gespräche geführt haben mit der kritischen Infrastruktur. Dazu zählt auch der Lebensmittelhandel, dass sichergestellt worden ist, dass es diese Spitzen geben wird, wo besonders viel nachgefragt wird. Aber jeder konnte sich selbst ein Bild davon machen. Selbst wenn an einem Abend ein Regal leer war, war es am nächsten Tag schon wieder gefüllt. Großes Danke, wie gesagt, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, auch an die Soldatinnen und Soldaten, die in den Lagerhäusern dafür sorgen, dass Nachschub vorhanden ist und dass ausreichend Versorgungsgüter da sind für den täglichen Bedarf. Es ist mir deshalb wichtig zu betonen, dass die Menschen sehen, dass all diese Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, besonnen überlegt worden sind, jetzt sehr klar in der Durchführung sind. Und wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, wenn wir dieses Team Österreich bilden, haben wir auch gemeinsam eine Chance, dass wir dieses Virus eindämmen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen nun zum Fragenteil. Erste Frage vom ORF. Kollege Westhoff, bitte schön. Ich habe zwei Fragen an beide Minister. Die eine wäre, denken Sie über eine Verschärfung und eine weitere Einschränkung von Maßnahmen nach? Oder habe ich das richtig verstanden, dass das frühestens am Wochenende nach einer Evaluierung passiert? Und die zweite Frage betrifft das Krisenmanagement, vor allem in Tirol, aber auch in Vorarlberg, im Umgang mit Touristen, wo es Berichte gibt, dass sozusagen die Polizei sogar Leute aus der Quarantäne begleitet hat, in Tirol verteilt hat, etc. Sozusagen, wie sehen Sie das Krisenmanagement? Was sind für Fehler gemacht worden? Was muss man daraus lernen für den weiteren Umgang damit? Also
Vielleicht, wenn ich beginnen darf, aus meiner Sicht ist es so, dass wir jetzt ein sehr, sehr, sehr offensives Paket in die Wege gebracht haben. Wenn ich vergleiche die Zahl der Erkrankungsfälle und andererseits die Intensität der Maßnahmen, die gesetzt werden, dann sind wir mit Sicherheit in Europa die Nummer eins. Und wenn ich mir ansehe, wie konsequent das derzeit von den Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, dann ebenfalls. Entscheidend wird sein, dass da nicht nachgelassen wird. Derzeit ist wirklich jeder einzelne Teil der Lösung. Und von jedem Einzelnen ist daher abhängig, ob wir unser Ziel erreichen. Und das werden wir zeitgerecht überprüfen, das werden wir evaluieren und dann wird es Entscheidungen dazu geben. Aber wir haben derzeit keine Pläne in Vorbereitung, die in Richtung einer unmittelbaren, umfassenden Verschärfung gehen. Punkt 2 ist die Thematik in Tirol. In dieser Thematik habe ich mir selbstverständlich die Daten jetzt vorlegen lassen, weil ich natürlich auch größtes Interesse habe. Aber vielleicht beginne ich ein bisschen vorher. Wir haben derzeit die größte Gesundheitskrise seit Jahrzehnten und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Gesundheitsberufen und auch in den Gesundheitsbehörden und auch in der Exekutive leisten derzeit Großartiges. Ich kann aber nirgendwo ausschließen, dass da auch Fehler passieren. Das ist normal in einer derartigen Situation und deswegen ist mein Appell und geht mein Appell in diese Richtung, konzentrieren wir uns jetzt zu 100% auf das Bewältigen der Krise. Wir brauchen jeden Einzelnen und jede Minute von einem jeden Einzelnen, sein Engagement, seine Tatkraft, seinen Elan, seine Kompetenz, um die Krise zu bewältigen. Und dann, wenn wir es geschafft haben, bin ich der Meinung, schauen wir uns an, was hat funktioniert, wo haben wir Probleme gehabt, wo sind vielleicht auch Fehler passiert. Das ist in einer derartigen Situation nicht auszuschließen. Und dann braucht es volle Transparenz und dann braucht es auch Konsequenzen, die aus meiner Sicht immer bedeuten, wir verbessern uns, wir lernen daraus, wir optimieren uns für die nächste Situation. Und das wäre für mich das logische Vorgehen, Schritt für Schritt und in klaren Abläufen. Ich habe für mich, um es ganz offen zu sagen, auch schon eine ganze Liste von Novellierungs- und Optimierungsnotwendigkeiten, die ich kenne. Wir werden das Epidemiegesetz zum Beispiel am Tag danach beginnen zu optimieren. Wir werden eine Organisationsreform bei uns im Haus machen, wo wir gesehen haben, dass frühere Organisationsreformen gewisse Verbesserungsbedürfnisse hinterlassen haben. Und wir werden auch in anderen Bereichen uns das schonungslos ansehen, transparent ansehen und schauen, wo können wir noch besser werden. Und da werden auch Bereiche, die jetzt diskutiert werden, genauso kritisch hinterfragt. Das werden wir machen, aber bitte machen wir einen Schritt nach dem anderen. Also ich bin da ganz der Meinung des Gesundheitsministers. Wir beide konnten uns jetzt schon mehrfach davon überzeugen, dass alle, die momentan im Einsatz stehen, gezwungen sind, oft auch mit wenigen Informationen Entscheidungen zu treffen, ihr Bestes geben. Gleichzeitig ist in einer Beurteilung der Lage dann immer auch mit zu berücksichtigen, wenn man sie sozusagen mit erst später zur Verfügung stehenden Informationen wieder vom Ausgangspunkt beurteilt, dass das nicht der Beurteilung der Lage entsprochen hat, als sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden war. Das heißt also, ja, wir sind alle gefordert, aus Abläufen, Einsatzverfahren zu lernen und besser zu werden. Das passiert auch laufend jetzt in unseren Besprechungen. Und gleichzeitig auch uns vorzubereiten auf das, was noch kommt. Und wir sind derzeit in der Lage, durch ein intensives Zusammenwirken aller, vom Gesundheitsministerium, Innenministerium, aber auch anderer betroffener Ressorts und vor allem dem Expertenstab, der Infektiologen und Virologen, ständig jeden Tag neu zu beurteilen, uns auf neue Herausforderungen auch vorzubereiten, die Maßnahmen zu evaluieren. Und dass Sie sehen, dass wir alle da an diesem System gemeinsam arbeiten, ist, dass es darum geht, die Versorgungssicherheit immer wieder neu zu beurteilen, genauso wie für uns als Innenministerium auch darüber nachzudenken, wo können wir den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten verstärken, was braucht es zusätzlich, Sie wissen, wir haben eine lange und gute Erfahrung im Bereich des Assistenzeinsatzes. Da wurden schon viele Maßnahmen jetzt beschlossen und überlegt. Denken Sie an den Einsatz der Zivildienerinnen und Zivildiener in dem Fall, die hier einen wichtigen Beitrag auch für das Sozialsystem leisten werden, genauso wie die Präsenzdiener, aber auch Soldatinnen und Soldaten jetzt ganz klar einkalkuliert werden in die Aufgabe, um für Ordnung und Sicherheit auf der einen Seite, aber auch eben um auch die vielen anderen Bereiche, soziale Sicherheit, Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.
Vielen Dank. Kleine Zeitung, bitteschön. Drei Fragen an den Innenminister. Erste Frage, Sie haben gesagt, dass der humanitäre Korridor in Nikolsdorf ab 18 oder 21 Uhr aufgemacht wird durch Ungarn. Können Sie, also für Rumänen und Bulgaren, wie viele Leute betrifft es ungefähr? Und vielleicht nur die Frage, ist nicht die Befürchtung, wenn Sie das jetzt ankündigen, dass sich womöglich viele Rumänen, Bulgaren, die in Österreich als Pfleger arbeiten, sich jetzt schnell die Koffer packen, um in ihre Heimat zurück, um in ihre Heimat zurückzufahren? Also kann das nicht so ein Art Sogeffekt nach sich ziehen? Oder betrifft das nur die, die jetzt dort vor Ort sind? Und vielleicht die zweite Frage. Sie haben gesagt, die Österreicher halten sich vorbildhaft. Gibt es vielleicht Zahlen, wie viele Abmahnungen, also Abstrafungen es schon gegeben hat? Sind es 10 oder sind es vielleicht 100? Oder reicht es, wenn man an die Vernunft der Leute appelliert? Und vielleicht noch eine dritte Frage an beide. Der Arlberg ist heute abgeriegelt worden. Ist denkbar oder wahrscheinlich, dass weitere Gebiete in Österreich noch abgeriegelt werden, so wie man das bei Ischgl, St. Anton und jetzt am Arlberg gemacht hat? Danke. Zunächst zum Korridor. Das ist deshalb jetzt notwendig gewesen, die Information, weil sich die Situation am Grenzübergang Nikolsdorf dramatisch verschärft hat. Sie müssen sich vorstellen, wir haben mittlerweile einen Stau, der weit zurückreicht, über 30 Kilometer. Stau heißt doch immer Verkehrsgefährdung. Das heißt Menschen, die nicht weiterkommen in ihren Fahrzeugen. Dadurch entsteht hier eine Drucksituation, die rasch aufgelöst werden muss. Und es muss für den Menschen, die dort sind, Klarheit geschaffen werden, wie es mit ihnen weitergeht. Also es war jetzt schon auch die Polizei gefordert, in gewissen Situationen auch zu deeskalieren. Es haben rumänische Pkw-Fahrerinnen und Fahrer den Grenzübergang blockiert durch Sitzblockaden etc. Sie können sich vorstellen, in so einer Situation ist es wichtig, rasch eine Lösung zu finden und auch Klarheit zu schaffen für die, die durch unser Land durchfahren. So war es ja auch immer vereinbart. Wenn man auch aus einer gefährdeten Region kommt, gibt es drei Möglichkeiten sozusagen einzureisen nach Österreich. Das eine ist, dass man ein Gesundheitsattest vorweist, das nicht älter ist als 4 Tage und einen Coronavirus-Test Negativbefund nachweist. Auf der anderen Seite, wenn man einen Wohnsitz hat in unserem Land, sich selbst isolieren muss, 14 Tage lang. Oder eben man nachweisen kann, dass man nur durchfährt durch Österreich. Das können die Beamtinnen und Beamten im Gespräch feststellen, ob das glaubhaft gemacht werden kann. Das ist wichtig zum Beispiel für die Südtirolerinnen und Südtiroler, die einen Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland haben oder in einem anderen europäischen Land. Das will man ja weiterhin möglich machen, damit es eben nicht auch da zu einem totalen Stillstand kommt, der sich auch negativ für die Menschen auswirken könnte in der Frage auch der Versorgungssicherheit. Und wenn man eben den Transit nachweisen kann, dann wird er gewährt. Genau deshalb ist es jetzt notwendig, für diese Grenzregion eine Lösung zu finden, damit eben hier erstens keine weitere Eskalation passiert vor Ort und vor allem auch die Verkehrsbehinderung auch im Güterverkehr aufhört und sich auflöst, damit Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Die Menschen haben sich tatsächlich vorbildhaft verhalten. Wir haben unter 10 Abmahnungen, die sozusagen durchgeführt werden mussten, bundesweit, weil es einfach ganz großes Verständnis dafür gibt, weil die Aufklärungskampagne auch der Medien, des ORFs hier federführend, wie gewirkt hat, gezeigt hat, wie wichtig das ist. Und der Gesundheitsminister hat nicht einmal uns die drastische Situation in Norditalien vor Augen geführt. Gott sei Dank auch die Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die sich dieser Informationskampagne angenommen haben. Und das zeigt Wirkung, dass ein Problembewusstsein bei den Menschen entstanden ist und daher derzeit sehr positiv auf unsere Maßnahmen reagiert wird. Da muss ich wirklich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung ein Kompliment der Exekutive geben. Ich bin gestern in der Früh, also unmittelbar nach Wirksamkeit dieser Maßnahmen, in der Früh wie immer im Morgengrauen mit dem Hund unterwegs gewesen. Ist erlaubt. Und plötzlich läuft eine Gruppe von 20 jungen Burschen, zwischen 16 und 20, hätte ich jetzt einmal grob geschätzt, im engen Bulk, in hohem Tempo bei mir vorbei, hustet, keucht, schwitzt, wie halt alles dazugehört, aber in der Situation natürlich genau das, was man nicht tun soll. Es hat keine 10 Sekunden gedauert, ich höre von hinten das Folgetonhorn, Exekutive kommt. Das ist ja ein Geräusch, das man wahrnimmt, das spürbar und hörbar ist. Oh shit, habe ich gehört von einem, der dann sofort gecheckt hat, hallo, was ist jetzt los? Einer der Mitfahrenden im Polizeiauto hat so gezeigt, sie haben gecheckt, was los ist, er hat ihnen so gemacht und hat ihnen gezeigt, sie sollen weiterlaufen und sie haben sich getrennt voneinander und haben
2-3 Meter Abstand voneinander gehabt. Das ist genau das, was eine hochqualitative, an Bürgerrechten, an Einfühlsamkeit orientierte Arbeit der Exekutive ist. Und das wird wertgeschätzt. Und da setzt man dann als Betroffener, der vielleicht noch einen Fehler macht, das auch viel lieber um in der Realität, weil man nicht angeböbelt wird, weil man nicht angeschnauzt wird, weil es nicht sofort eine Strafe gibt, sondern das ist ein Miteinander. Super Grundgefühl, das gemeinsam da ist. Noch zwei Punkte zu den Fragen von meiner Seite. Das eine sind die Betreuerinnen und Betreuer, die natürlich von dieser Grenzfrage ganz akut betroffen sind. Gute Nachricht ist, die allermeisten der Betreuerinnen und Betreuer sind in Österreich geblieben, vorerst zumindest, schwierige Situation für viele von ihnen auch, und aber dennoch für die Betroffenen zu Betreuenden ist es natürlich das Wichtigste in der Situation. Zweitens, wir, und damit meine ich die Bundesregierung, auch der Außenminister ganz konkret, arbeiten mit großem Elan daran, dass es vielleicht doch noch zu konkreten Ausnahmeregelungen für diese Gruppe kommt. Wenn es dazu nicht kommt, dann bereiten wir uns gemeinsam mit den Ländern derzeit darauf vor, ein Auffangnetz zu schaffen, Alternativen zu schaffen. Auch da arbeiten alle zusammen, bis zur Kollegin Köstinger, weil da werden wir Zivildienerinnen und Zivildiener zum Beispiel brauchen. Ich glaube, dass wir auch das gut schaffen werden. Was die Abriegelungen betrifft, das war die letzte Frage, Stichwort wird es Quarantänemaßnahmen auch für andere Gemeinden, Regionen geben. Das ist nie eine politische Justamententscheidung, sondern da haben wir klare Kriterien. Dann, wenn sich Einzelfälle von Erkrankungen zu Clustern entwickeln, das heißt, wenn wir eine Häufung in einem engeren Gebiet haben und damit die Ansteckungswahrscheinlichkeit eine größere wird und auch der Transport nach außen eine höhere Wahrscheinlichkeit darstellt, dann kann die lokale Gesundheitsbehörde in Abstimmung mit uns zu dieser Maßnahme greifen. Wir haben derzeit keine Vorbereitungen auf weitere, aber wir müssen tagtäglich die Statistik uns ansehen, bilden sich solche Cluster oder nicht, und dann wird von Fall zu Fall entschieden. Danke sehr. Servus TV. Ich würde mich gerne an die letzte Antwort mit einer Frage anschließen. Es geht das Gerücht herum, dass Kitzbühel der nächste Hotspot sei. Wie wird dort die Situation beobachtet? Wie wahrscheinlich ist, dass Kitzbühel abgeriegelt wird? Sollte das sein und auch bei anderen Gebieten, ohne Fehleranalyse, aber welche Lehren oder welche Erfahrungen kann man aus der Situation in Ischgl mitnehmen, damit das optimaler läuft in so einer Situation? Und dann eine Frage noch, die WHO hat ausgegeben, dass so viele Tests als möglich gemacht werden sollen. Wird in Österreich genug getestet? Steht vielleicht die Überlegung einer Strategieänderung an, dass mehr getestet wird, und gäbe es dafür überhaupt genug Tests und gibt es jetzt auch noch genug Tests? Also ich beginne mit der ersten Frage, sie ist einfacher zu beantworten. Ich habe es eigentlich schon mit der Antwort vorher gesagt, es wird einfach jeden Tag evaluiert, wie entwickeln sich die Fallzahlen, haben wir konkrete Cluster, wie wird das von der Behörde eingeschätzt, ist da ein starkes Risiko vorhanden, dass es zu Ausbreitungen kommt, und wenn ja, dann wird auf jeden Fall immer am selben Tag entschieden, eine derartige Maßnahme zu verhängen, zu verankern. Da ist es gleichgültig, wie der Ort heißt, ob er prominent ist oder nicht prominent ist, ob es prominente Wirtschaftstreibende gibt oder nicht in dieser Region. Das ist eine reine Fachentscheidung. Zweiter Punkt, zweite Fragestellung, sind die Tests. Es gibt in Österreich interessanterweise das Gerücht, dass wir weniger testen als andere. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben derzeit rund 900 Tests absolviert und haben auch ein Screening bei Grippekranken gemacht, denn das ist ja das Wichtigste aus meiner Sicht neben der Frage der konkreten Entscheidung bei einem Betroffenen, bin ich erkrankt oder nicht, dass wir die sogenannte Kohorte uns ansehen. Welche Dunkelziffern gibt es in unserer Gesellschaft? Wie schaut sozusagen der Eisberg unter Wasser aus? Aus dem Boot, aus der Entfernung, sehen wir die Spitze des Eisbergs. Wir sind, die Wissenschaft ist jetzt sozusagen mit dem Tauchanzug unterwegs und der Taschenlampe und sieht sich an, was ist unter Wasser, konkreter Fall. Und vielleicht haben Sie heute eine Statistik, ich will jetzt keine Werbung für Konkurrenzmedien machen, in der Süddeutschen Zeitung gesehen, wo die internationalen Situationen verglichen wurden, von den USA bis nach Italien, bis nach Österreich. Und interessant ist, da steigt Österreich, was die Dunkelziffern, die Vermuteten betrifft, am allerbesten aus. Das hat damit zu tun, ich habe es vorhin schon gesagt, dass bei uns spannenderweise
die Altersstruktur der Erkrankten mit der Altersstruktur in der Gesellschaft relativ gut zusammenpasst. Und das ist ein Indiz dafür, dass unsere Testungen sehr repräsentativ sind. Und wir haben sie aufgerichtet und ausgerichtet an konkreten Verdachtsfällen. Das heißt, du musst Symptome haben, Schwierigkeit. Symptome der Grippe unterscheiden sich kaum von den Symptomen des Coronavirus. Das wird in 2 Wochen besser werden, diese Verwechslungswahrscheinlichkeit, wenn die Grippewelle hoffentlich weg ist und ausgelaufen ist. Und zweitens, es muss in der Anamnese festgestellt werden, dass es einen Bezug zu einer Risikogruppe gibt. Das kann regional sein, weil ich etwa in Italien gewesen bin oder in einem anderen Risikoland. Das kann aber auch regional sein, in Österreich der Fall sein. Das wird angesehen und dann, das ist das Testungserfordernis. Es kann aber jeder Patient, der den Eindruck hat, es geht mir schlecht und ich habe Symptome, die dem ähneln, was beschrieben wird. Da gehört ganz stark die Atemnot dazu. Das ist kein grippespezifisches Symptom, sondern ein coronaspezifisches Symptom. Also wenn Atemnot da ist, dann würde ich als Betroffener, wenn mir 1450 sagt, nein, kein Test, dennoch hergehen, und das kann jedermann machen und jede Frau machen, zum Telefonhörer greifen, meinen Arzt anrufen. Die Endentscheidung hat immer der Arzt. Er hat sein Wissen, er hat die Endverantwortung, und wenn er sagt, es wird getestet, dann wird getestet. Wir haben ausreichend Ressourcen, was die Tests betrifft. Wir haben ein sehr, sehr stark ausgeprägtes Reservepotenzial, um es so zu bezeichnen, im Großraum Wien. Wir bauen auch in anderen Regionen aus. Wir setzen darauf, dass wir viele Informationen seitens der Pharmaindustrie haben, dass die Tests einfacher werden, dass sie in größeren Stückzahlen produziert werden. Und wir haben jetzt gerade einen großen Beschaffungsvorgang bei der Europäischen Union hinterlegt, damit wir Hunderttausende zusätzliche Tests für die nächsten Wochen erhalten, um hier zumindest bei den Ressourcen zu 100% immer das tun zu können, was wir wissenschaftlich für richtig und sinnvoll erachten. Eine Zielgruppe, eine verstärkte, wird in nächster Zeit die Gruppe der Gesundheitsberufe sein. Die nächste Frage, bitte schön. Ich habe noch eine Frage zu den 24-Stunden-Pflegerinnen. Bis wann kann man damit eine Entscheidung rechnen, ob es da weitere Ausnahmen gibt? Und die andere Frage ist, was passiert sonst? Also Sie haben Zivildienerinnen angesprochen, welche Möglichkeiten kann es denn sonst geben für die Betreuung dieser Personen? Und die andere Frage ist, immer mehr Fälle von Ärztinnen und medizinischem Personal treten auf. Kliniken werden gesperrt, Stationen werden gesperrt. Wie gut sind denn unsere Medizinerinnen geschützt? Beziehungsweise was kann man dann noch tun, dass eben nicht einzelne Stationen dann gesperrt werden und wegfallen? Zu den 24-Stunden-Betreuerinnen. Wir verhandeln, solange es Sinn macht. Wir kämpfen dafür, dass es zu einer Lösung kommt. Denn das ist extrem wichtig für die Betroffenen, dass ich meine vertraute Bezugsperson, meine vertraute Betreuerin, meinen vertrauten Betreuer habe und mich darauf verlassen kann. Das ist ja der Stressmoment derzeit für beide Seiten. Für die Betreuerinnen auf der einen Seite, was ist mit meiner Zukunft? Was ist mit meiner Familie zum Beispiel im Herkunftsland? Und selbstverständlich für die Betreuten auch die Unsicherheit, bleibt jetzt die Person, die, so hoffe ich, mein Vertrauen hat und wo wir gut zusammenleben und gut kooperieren, gibt es diese Betreuung auch in einer Woche noch. Diese Unsicherheit, die ist da und die können wir nicht wegzaubern, aber wir arbeiten mit großer Konsequenz daran, dass es eben erstens eine Verhandlungslösung gibt und zweitens sind wir in einem sehr positiven Abstimmungsprozess mit den Ländern, damit wir ein Netzwerk aufbauen, damit keiner, der Betreuungsbedarf hat in dieser Situation, ohne Betreuung bleibt. Das ist das Entscheidende, da bin ich guten Mutes und ich denke, wir können Ihnen in 2 Tagen schon mehr im Detail dazu erzählen. Darf ich da vielleicht eine Ergänzung machen, weil es das ausdrückt, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist ressortübergreifend. Das trifft also nicht nur den Gesundheitsminister, sondern den Innenminister. Also wir sind jeweils mit unseren Amtskollegen in enger Verbindung, dass auch da die Grenzsituation laufend evaluiert wird, sondern auch die EU-Ministerin, der Außenminister sind da eingebunden, damit es hier zu einer Lösung kommt. Wir haben derzeit die Herausforderung, gerade was die Slowakei betrifft, dort gibt es einen Regierungswechsel.
diejenigen, die jetzt im Amt sind, übergeben demnächst ihr Amt. Dadurch haben wir die Herausforderung mit der Frage der Entscheidungsfreudigkeit auch derzeit der slowakischen Regierung in diesen Fragen. Aber das Wesentliche ist, dass wir in einem intensiven Dialog stehen, dass auch mein Gegenüber, zum Beispiel die Innenministerin, die derzeitige, versteht, was wir brauchen, wo die Herausforderung liegt. Und man orientiert sich auch an Lösungen, die schon mit anderen Nachbarländern gefunden worden ist. Also Tschechien zum Beispiel hat eine sehr pragmatische Lösung gefunden, gerade auch was den kleinen Grenzverkehr betrifft. Die haben einen Radius von 100 Kilometer von der tschechischen Grenze weggezogen, wo man pendeln darf, wo man relativ rasch und unkompliziert die Grenze auch überschreiten darf. Das ist für die Menschen wichtig, die in Österreich arbeiten, aber in Tschechien wohnen. Genauso eine Herausforderung habe ich zum Beispiel an der österreichisch-ungarischen Grenze. Der Spital Kizé braucht natürlich die ungarischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, damit der Spitalsbetrieb aufrechterhalten bleibt. Das heißt, man ist hier ganz im engen Austausch mit den jeweiligen Ministern, in dem Fall mit dem Innenminister Pinter in Ungarn, der Bundeskanzler mit dem Ministerpräsidenten, damit es hier immer wieder auch klare Absprachen gibt, warum das auch für uns so notwendig ist. Das läuft, das ist eigentlich ein laufender Prozess. Wir telefonieren mittlerweile jeden Tag, weil natürlich die Länder sich auch permanent Sorgen machen, wie sie sich bestmöglich schützen können. Und um da immer einen gemeinsamen Weg zu finden, braucht es diese enge Abstimmung. Es ist oft ein zäher Weg, aber das Bohren harter Bretter gehört zum Handwerkszeug der Politik und das tun wir in dem Bereich auch. Das ist die Arbeit vom Team Bundesregierung. Das stimmt, ja. Danke sehr. Ich muss die zweite Teilfrage noch beantworten, nämlich wie schützen wir das Gesundheitssystem? Das ist eigentlich die Schlüsselfrage aus meiner Sicht, denn das ist das höchste Gut, was wir derzeit haben. Gesundheit ist das Wichtigste und die hochqualifizierten, hochkompetenten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die müssen wir gesund erhalten, soweit das irgendwie geht. Deswegen machen wir drei konkrete Maßnahmen. Erstens, niedergelassene Ärzte, wir versuchen, die Arztpraxen offen zu halten, aber zu schauen, dass dann, wenn Akutfälle da sind, es zu einer Erstkommunikation über Telefon kommt. Ganz, ganz wichtig. Wir versuchen, die Warteräume klar zu reduzieren. Auch da gilt natürlich die Ein-Meter-Regel und vieles andere mehr. Das heißt, wir versuchen, die Frequenz in den Praxen drastisch zu reduzieren. Nur mehr dann, wenn Akutfälle da sind, bitte zuerst die Kommunikation per Telefon zum Arzt des Vertrauens und der entscheidet dann, was zu tun ist. Selbe Situation bei den Zahnärzten und Zahnärztinnen. Gestern mit dem Präsidenten der Zahnärztekammer paktiert, dass wir auch dort diese Frequenzreduktion machen. Das spürt schon jeder ein bisschen, das bohrt. Akutfälle sind natürlich ausgenommen. Wir schauen, dass auch die Zahnarztpraxen offen bleiben, aber nur mehr dann nach telefonischem Vorgespräch Akutfälle behandelt werden, vor allem Schmerzfälle behandelt werden. Alles andere, die Mundpflege hat in diesem Fall jetzt 3 Monate Zeit und die machen wir später. Dritter Bereich, und das ist der schwierigste und sensibelste, und ich glaube, Sie haben den eigentlich gemeint und angesprochen, der Spitalsbereich als solches, der ist natürlich hochgefährdet. Wir haben dort eine hohe Frequenz, wir haben dort Patienten, Patientinnen, die auch Corona mitbringen können. Deswegen haben wir einerseits die Besucherfrequenz dramatisch reduziert. Besuch ist nur mehr dann legitim, wenn es um den palliativen Bereich geht und um den Kinderbereich geht. Alles andere hat Besuchsverbot, damit wir uns möglichst wenig einschleppen in die Alltagspraxis der Spitäler. Der zweite Bereich ist, auch dort versuchen wir, die Überweisungen in das Spital drastisch zu reduzieren. Wir versuchen, die Operationsintensität zu reduzieren, indem nur die Personen operiert werden, wo es medizinisch akut wirklich den Bedarf gibt. Alles andere wird ebenfalls verschoben auf später, auf den Herbst. Und wir versuchen, die Testungen zu verstärken in diesem Bereich. Aber natürlich, warum machen wir das? Weil dann, wenn uns ein Erkrankter in einer Abteilung, wenn eine Erkrankung stattfindet, dann führt das oft dazu, dass die ganze Abteilung lahmgelegt wird und dann, das ist ein massiver Rückschritt. Jeder einzelne Fall reduziert unsere Handlungsmöglichkeit dann, wenn wir viele Fälle haben werden. Wir werden in eine Situation kommen in 2, 3, 4 Wochen, wo es deutlich mehr Erkrankungsfälle auch mit intensiver Behandlungsnotwendigkeit geben wird. Und dieses Potenzial, das wir haben,
Das ist ja unsere Herausforderung und der Hintergrund für unsere Strategie. Das wollen wir so aufteilen, dass es in dieses Potenzial hineinpasst. Und damit das möglich ist, muss dieses Potenzial groß genug bleiben und darf sich nicht durch Erkrankungen reduzieren. Je reduzierter es wird, je kleiner es wird, desto schwieriger wird die Herausforderung. Vielen Dank. Jetzt Austria Presseagentur, eigene Frage und vielleicht auch stellvertretend für die Medien, die nicht kommen konnten, eine oder zwei. Bitte sehr. Von uns selbst und auch von anderen Kollegen nochmal zu den Zuwachsraten. Sie haben selbst angesprochen, dass es da bereits Reduktionen gegeben hat, aber man noch nichts daraus ablesen kann. Das liegt nicht daran, dass es zu wenig Tests gibt, habe ich das richtig verstanden? Tests aus meiner Sicht, sondern wir haben auch noch gerade in Ostösterreich Reserven diesbezüglich, gleichen das auch über die Bundesländergrenzen natürlich hinweg aus, da wird eng kooperiert, aber wir schauen, dass wir noch mehr Potenzial schaffen. Nächste Woche sollte der Testungsbereich noch verstärkt werden, vor allem aber mit einer spezifischen Gruppe, nämlich die Gruppe der Spitalsmitarbeiterinnen. Gibt es noch Fragen von der Austria-Presse-Agentur, die koordiniert wurden? Eine Frage noch, die uns die Tiroler Kollegen mitgegeben haben. Es gibt dort einen Ort St. Christoph, wo ein erster Kongress war, der ist nicht umfasst von den Quarantänemaßnahmen. Hat das einen Grund? Der ist gleich neben Adelberg. Oder ist das zu konkret? Ich habe jetzt den Beginn, habe ich akustisch. St. Christoph ist ein Ort in Tirol, der nicht von den Quarantänemaßnahmen umfasst ist, der direkt daneben liegt. Ist das... Gibt es einen direkten Grund? Ortschaft neben St. Anton, ist das die? Ich schaue mir das an, bin gerade dabei, da die Bestandsaufnahme realisieren zu lassen, kriege das auf den Tisch, ich kann das gerne im Nachhinein beantworten. So, dann wurden, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Vielen Dank fürs Kommen. Es geht hier gleich weiter in Kürze um 17 Uhr mit drei weiteren Mitgliedern der Bundesregierung, auch mit einem Überblick über die aktuelle Situation. Vielen Dank. Und danke dem Herrn Gesundheitsminister und dem Herrn Innenminister. Vielen Dank.